Und willkommen zum weiteren Game der Sonic Adventure Games Expo zum Bingo de Motiva. Das geht mir kurz schwuler! Teufel ist das! Sieht aus wie so ein komischer Chow, der irgendwie halb mutiert ist, zu so irgendeinem billigen Fan-Charakter. Ja. Und Treu ist wieder mit dabei und ja. Ich gehe euch weiterhin auf die Nerven. Genau. Starten wir mit Bingo. Aber der rechts sah interessanter aus. Versus Manager? Oh Gott, das sieht aus wie so ein scheiß Orban. Nice. Beginnen wir mit. Papa, Stage 1? Logik? Sieht aus wie ein Mario-Level irgendwie. Das ist der dritte. Was, warum steht das auf Deutsch da? Tiefgrünes Tal! What? Komm her! Deutscher Hack oder ist das, kann man das einstellen, die Sprache oder? Weiß nicht, das habe ich einfach so gestartet. Wahrscheinlich kann ich das so erkennen. Ja, gut. Ich das so sieht irgendwie besser aus, als ich es damals gebracht habe, zu 2014 Act 2 oder Act 1, keine Ahnung. Hey, der Sound! Der Schuss-Sound, den kenne ich! Der kommt aus Green Planet. Wie gespielt? Ich weiß nicht. Ich überlege gerade, welcher es ist. Ach, ich weiß, welcher es ist. Das müsste Brevins Kanone sein. Also eine Pistole, die er immer bei sich trägt. Ja. Komm her! Was? Da fällt mir echt nichts zu ein. Ich kann. Ich hab keine Ahnung, was dieser Charakter kann oder. Irgendwie. Oder was hat's mit dem auf sich und warum heißt der Bingo? Keine Ahnung. Dann sammelst du Münzen. Guck mal, Münzen. Ah, ja, kein Boost! Sonic Game. Ah, man kann es aufladen, dann kann man mit Hyperspeed boosten. Weil, was wollen die Roboter eigentlich hier alle? Sonic Game, da gibt's Roboter, die besiegen muss vielleicht. Wow. Ich bin viel zu schnell. Was ist das da oben, eine Konröhre? Zu viel Mario Game. Oh, und dein Ziel ist ein. Ja, jetzt steht es auf Englisch da. Verdammt, Barry. Münzen! Also die müssen. Ja, ganz ehrlich, die müssen doch nicht absichtlich UE. Jetzt nimm den anderen mal. Okay, wenn du willst, zurück. Dann ja. Vielleicht hat der andere Fähigkeiten. Sunset Valley, schauen wir uns das doch mal mit ihm an. Nein, das heißt tiefgrünes Tal. Papa! Okay, was ist hier auf. Der kann fliegen! Nee, das hat was mit von. Das hat was von Miller. Eindeutig Miller. Das wäre? Miller, das ist einer der drei Hauptcharaktere aus Green Planet. Also, Miller der Hauen. Ich weiß, bisher gefällt er mir jetzt schon besser als das Bingo. Einfach der Name schon Bingo. Wir nennen seinen Charakter bitte so. Die? Ja, aber. Du ist kein Name. Baba. Du bist dafür da, um dein Leben eventuell zu zerstören manchmal. Was ist das? Versagt. Also Alter! Wow! Collision Problem. Oh, und du hast das Lebensanzeige statt, dass die Ringe dich beherrschen. Ich weiß nicht, sammelt man in Freedom Planet auch Münzen anstatt Ringe oder. Ja, also in Freedom Planet sammelt man Diamanten oder Kristalle exakt. Aber die helfen die einem, also funktionieren die wie Ringe bei. Nein, dafür brauchst du Blätter. Die Kristalle können, wenn du eine gewisse Anzahl hast, dir nur ein Leben bringen. Und gleichzeitig frage ich mich, ich meine im Prinzip, wenn es nicht auf Sonic basiert, sondern auf Freedom Planet, was zum Teufel hat das dann in einem Sonic Hacking Konzept zu tun? Keine Ahnung. Weil Freedom Planet war damals auch auf der Sonic Amateur Games Expo vertreten, 2014.
Nur ich war zu dumm, um es zu spielen. Weil ich gesagt habe, den Fehler mache ich doch ein zweites Mal. Spiele ich lieber alles anstatt nur vereinzelt. Aber falls der Hacking Contest 2016 jetzt nicht gecancelt wird. Das ist nicht der Sonic Hacking Contest. Der ist doch erst in der Einreichungsphase. Ich wüsste noch nicht, dass er jetzt gestartet ist. Müsst ihr auf sonicretro.org gucken. Da gibt's eigentlich die News. Ja, das war nur so ein Joke, dass er gecancelt wurde wegen so einem Comic Johnny, aber ich weiß nicht. Das war so ein durchgehender Joke irgendwie, weil der ist eigentlich schon die bekannteste Person, die Hacks dort zeigt. Und sie war. Also zeigst du die auch alle dann? Also alle. Von dieser. Von der Amateur Games Expo, ja. Nee, von Sonic Hacking Contest. Ich glaube, den kann ich vielleicht nicht bringen. Da guck ich mir lieber bei dir alle an. Ich sag ja nicht mal, dass ich alle zeige, ne? Komm hoch! Scheiße! Ich zeig eventuell wieder die besten drei davon, aber so wirklich. Ich meine, da wird verdammt viel Stuff gezeigt. Wenn dann mal, ich überlege vielleicht mal so einen Stream, wo ich alle versuche hintereinander zu zeigen, wie es Johnny macht, aber dennoch, jeez, geil. Also es macht Bock. Es ist nachts. Ja, es ist traurig. Alter, das habe ich gekettet, hat es auch noch lustig. Warum sind die Münzen gefangen in so einem. Also verstehe ich schon, ja, es gibt jetzt 10 Münzen. Wofür sind die Münzen überhaupt gut? Für ein extra Leben? Leben oder? Könnte sein. Mann, wieso verletze ich mich dauernd? Aber wir haben es geschafft. Ich hoffe, wir schaffen sogar in dem Part alles. Also alle Levels. Im Prinzip, das ist ja nicht sonderlich lang, das Game. Komm, Bingo darf. Walk in the Forest. Rusty Runes. Das ist sehr basiert auf 3D Blast Level. Rusty Runes. Das hat auch etwas für den Planet-mäßiges an sich, ich weiß auch nicht. Kann schon sein, wie gesagt, ich kenne mich nicht so nett. Weil das zweite Level vom frühen Planet war auch ein Ruin-Level. Relic Maze. Ja, anscheinend basiert das ganze Game auf frühen Planet selbst, deshalb. Ja, frühen Planet. Also, das Spiel gab es schon bevor frühen Planet überhaupt zum Minigame erklärt wurde. Was? Bingo? Ja. Das war schon. Zeigen sie es dann erst jetzt. Genau, weiß auch ne. War es vielleicht das Level, was ich mal gezeigt habe? Ich weiß ne. Ich hoffe nur, dass sie den Charakter nicht sonderlich durchsetzt, weil ich weiß nicht, was soll ich halten von dem oder dem anderen. Einfach. Weil wieder. Mensch, schauen wir euch an. Ich meine, der Hauptcharakter in Freedom Planet, also der. Die spielbar ist, ich weiß gerade den Namen nicht. Lilac. Miller. Carol. An sich alle. Hatten ein interessanteres Design als dieser möchte gern hochgepitchte Ciao-Typ. Ja. Also wirklich, so guckst du dir an. Ja. Er sieht aus wie ein Ciao auf Drogen. Nee, nicht wahr's. Nee, so Ciao, der. Ah! Er ist tot. Nee, so ein Ciao, der einfach sei. Der Kerl, so ein. Warum der Screen wechselt? So ein. Ja, einfach so halb mutiert, ist irgendwie so. Irgendwie. Warum auch immer, ich meine, er hat gelbe Arme. Da brauchen wir einen Schlüssel. Boah, der ist ein richtiges Rätsel. Der Schlüssel ist 3 Meter von der Tür entfernt. Alter. Ich weiß nicht. Irgendwie kann man ja nicht sonderlich viel gegen solche Gegner machen, wenn du ja nicht, wenn das Rollen nicht sonderlich viel bringt, aber. Weil ich ja nicht die Angewohnheit habe zu springen, um auf die Gegner drauf zu landen. Ich nett, das
Ich mach beides. Das ist weil wir schwingen uns Beine und kicken eigentlich. Zählt trotzdem nicht als Angriff. Natürlich wollen sie vielleicht, dass du mehr in die Gegner rein boostest, die vor dir sind. Wie ähnlich wie Rush. Moment. Ach Gott. Was zum? Langsam wird's lächerlich hier. Es wird lächerlich. Oder? Ciao Abuse Simulator. Ja, das hätte mal was, ne? Mann, ich sag jetzt mehr dazu. 99% würden es hassen, 1% der Menschen wie, wie mich oder Gareth würden es feiern. Komm, einfach drüber, da durch. Was bist du für einer? Ja, Minibus weiß im Prinzip. Aber irgendwie kannst du deine Leben auch nicht auffüllen, habe ich das Gefühl. Die werden aufgefüllt, glaube ich, nach aller 10 Münzen. Ach das. Dafür sind sie. Warum die Screenwechsel? Das macht keinen Sinn. Und dann die Golfflaggen anmalen erstmal. Ja. Dieser Gegner ist so bösartig. Komm. Münzen, ja! Lapp ich wieder auf. Oh ja! Yeah. Perfekt. Ja, anscheinend fühlen sie sich nur nach 21 Münzen auf, ich Gott sehe. Weil du hattest 3 Leisten und erst nach 40 Ringen haben sich 2 aufgefüllt. Irgendwie geht der Level auch für immer. Okay, ich hab gar nichts gesagt. Er hat doch nichts gesagt, wir haben nichts gehört, ne? Muenzen. Das muss nicht sein, Muenzen. Warum eine Münzbank? Wofür? Keine Ahnung. So, Salamon. Da du cool bist, darfst du den Boss machen. Versus Manager. Manager, ey. Was? Kohlekavernen? Boss 2? Warum Boss 2? Es gab kein Boss 1. Das kommt ja. Riesiger Pedro-Benat, ey. Yeah, der hatte ganz viel Alterausschuss irgendwie. Ja gut, da ist der Charakter natürlich viel nutzvoller, weil er fliegen kann. Weil Bingo kann. Was will Bingo denn hier sonderlich unternehmen? Er kann ja. Ja, Bingo kann fliegen. Er kann den Damage haben, aber das reicht auch. So, gut. Ich bin mir selbst vorstellen, gegen diese Eiterbeule zu springen. Abhauen. Mal. Was so? Bist du schnell genug? Wie geht der denn ab? Jetzt aber nur mein Spiel verprügeln. Bringt überhaupt nichts. Warum sind da Anfangsmünzen? Das bringt dir gar nichts, wenn du volle Leben hast. Im Prinzip ist es alles, was du sagst. Verdammt! Ich bin auch wenn die feste eine Uhr bei der Zeit, das ist auch richtig. In einer anderen Minute geht immer ist immer der Zeiger so umgedreht und all das. So einfach und ich stelle mich so dumm an. Ja, kiss mein Arsch.
Guck, wie er sich so zu ihm zeigt. Da, hier, da, leck hier. Alter. Ball, Covers. Auf jeden Fall, da ist das Game. Wir haben es komplett durch. Schick, gibt's noch so einen geheimen Charakter. Auf jeden Fall, was ist deine Meinung zum Fangame? Hau raus. Nebenbei dieser Charaktere, der Namen, ey, Bingo, ich hab eigentlich zuerst gedacht, das wird ein Casino Night Minigame oder so, wegen Bingo, aber, ja, nee, oder sonst, ich weiß ja nicht, ich denke, ich muss halt sehen, was, wenn sie das weiterführen, was daraus noch wird, weil, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht sonderlich ein Fan der Level gewesen, die waren nämlich sehr lang. Der Bosskampf sah recht interessant aus. Ja, der Manager. Auf jeden Fall. Ich geb's 6.5. Also will ich zur Information, das ist Demo-Version 1.9.1. Nur so gesagt, also es gibt schon sehr viele davon. Oh ja, gut. Vielleicht waren es zuerst war einfach nur Bingo da und du konntest nur auf den Titelbildschirm von ihm schauen und er sagt so, hier, guck mal, ich bin ein neuer Charakter. Ja, du kannst auch keine Level mit mir spielen. Ja. Bitch. Auf jeden Fall. Das war's von Bingo the Motiver. Mal gucken, was als nächstes kommt. Vielleicht kommt gleich im nächsten Part der letzte Sonic Hack, den ich noch habe. Utopia. Ja, ihr könnt natürlich wieder Kommentare und Bewertungen da lassen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. And Emerald Control.